Wir bekommen eine Sonnenfinsternis und den dazugehörigen Neumond. Venus und Mars wechseln das Zeichen und Pluto wird wieder direktläufig. Ja, in der vergangenen Woche hatte unsere wunderschöne Vagesonne keine Aspekte und konnte sich erstmal voll auf ihre eigenen Qualitäten konzentrieren. In dieser Woche bekommt sie am Samstag, dem 14.10., ordentlich Aufregung. Es ändert sich was. Diese Kombination bildet ab dem 14.10. um 17:03 Uhr bis 22:55 Uhr eine ringförmige partielle Sonnenfinsternis. Und sie wird zu sehen sein im Westen von Afrika, Nordamerika, Südamerika, dem Pazifik, dem Atlantik und auch in der Arktis. Ja, und um 18:54 Uhr haben wir dann auch gleich den dazugehörigen Neumond in der Waage. So, und jetzt stelle ich mich vor, mein Name ist Bärbel Roy und als Astrologin und Numerologin werfe ich einfach einen ganz anderen, spezielleren Blick auf die wichtigen Themen, die gerade im Feld sind, die jetzt anstehen. Und wenn du zum Beispiel momentan dich mit folgenden Fragen auseinandersetzt, dann kannst du natürlich gern zu mir kommen. Vielleicht stellst du dir die Frage, wie geht es jetzt gerade bei mir weiter? Und wo ist denn wirklich der richtige Weg? Wo liegt dein eigener Seelenauftrag in diesem Leben? Und ist dein Sicherheitsgefühl momentan ins Wanken geraten? Was passiert denn jetzt gerade? Oder was ist mit meinem Körper? Ist der nicht mehr so, also kannst du dich nicht mehr so verlassen auf deine körperlichen Kräfte, wie du es gewohnt bist? Oder stehen besondere Existenzfragen bei dir im Raum? Dann komm ganz einfach zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch zu mir. Das kannst du ganz einfach unter meinem Calendly buchen. Die Links sind immer eingestellt in all meinen Veröffentlichungen, wo du dann ganz einfach draufklickst und schon kannst du dir einen Termin buchen. Ja, oder du kommst einfach mal in ein direktes Beratungsgespräch zu mir unter www.bärbel-roy.de/beratung kannst du dir bei mir ein Beratungsgespräch buchen. Und dann schaue ich mir dein Thema natürlich ganz genau an. So, und jetzt geht es weiter mit dem Wochenhoroskop für die Woche vom 9.10. bis zum 15.10. Und es geht um die Sonnenfinsternis, die im Sternzeichen Waage stattfindet. Und sie gibt natürlich hier wieder Informationen zu den angesprochenen Themen, die mit der Waage im Zusammenhang stehen. Und hier geht es nach wie vor auch um das Thema Liebe, Beziehung, Fairplay, Gerechtigkeit, Kunst, Schönheit. Stil, alles das, was die Waage einfach auch ausmacht. Und wenn wir zum Beispiel eine Sonnenfinsternis haben, dann stehen hier auch immer in der die Entsprechung dazu, die mit Neubeginn zu tun haben oder ein Neustart. Wogegen zum Beispiel bei einer Mondfinsternis es um einen Abschluss oder eine Beendigung einer Sache oder Angelegenheit immer geht. Und die Finsternis, die beschreibt nun auch wieder einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten. Das ist meistens ein Auslöser für etwas und gibt darüber dann auch Aufschluss, was in dieser Zeit nun in die Wege geleitet werden möchte. Und man kann dann in seinem persönlichen Horoskop auch schauen, in welchem Lebensbereich, also Haus, dann diese Finsternis sich abbildet. Und in diesem Bereich sollen dann auch die nötigen Veränderungen in die Wege geleitet werden. Und der dazugehörige Neumond, der aktiviert dann ebenfalls die Energien des Neubeginns und begünstigt damit im Allgemeinen auch Neuanfänge, die auf verschiedenen Ebenen eine Rolle spielen. Ja, in der gesamten Finsterniskonstellation steht aber auch noch Merkur im Fokus, denn er bildet bereits eine weite Umarmung zu unserer Sonne und auch dem Mond. Und damit verstärkt sich hier auch nochmal die gesamte Kraft dieser Waage-Themen, die da mit dem Neuanfang in Kontakt stehen. Diplomatisches Geschick, Verhandlungsfähigkeit, all das kann uns natürlich helfen, Lösungen in strittigen Fragen oder Angelegenheiten zu finden. Erstaunlich ist allerdings hier auch, dass diese Finsternis durch keine anderen
Planeten aspektiert werden. Keine Förderer, aber auch keine Störfaktoren im Feld. Und damit ist die Konzentration direkt auf das Wesentliche gerichtet und steht hier im Vordergrund. Wenn du speziell natürlich Fragen hast, wo denn diese Konstellation sich bei dir abspielt, dann komm einfach in ein Beratungsgespräch unter www.barbe-roll.de/beratung oder direkt auf meiner Webseite den Menüpunkt Beratung anklicken. Da kannst du dann mit mir direkt auch ein Beratungsgespräch buchen. So, und nun habe ich auch etwas zu Venus und zu Mars zu berichten. Venus wechselt gleich am Montag, dem 9.10. in der Früh um 2:11 Uhr in die praktische und ordnungsliebende Jungfrau. Und dort überquert sie dann auch die Lilith, unsere wilde Lilith, von der ich in der letzten Woche schon berichtet habe, wo sie in Jungfrau gewandert ist. Und beide bilden dann eine direkte Opposition zu Saturn in den Fischen. Das ist unser Begrenzer. Der Hüter der Schwelle, wie ich immer sage. Und diese Kombination, die kann jetzt für also eine starke Kühle und Unnahbarkeit sorgen. Und es ist oft ein Zeichen von Trennungen oder einfach, wo ein Schnitt gemacht wird. Man kann vielleicht auch eine lieblose Phase erleben. Das ist aber auch mit Mars, der da günstig zur Venus platziert ist, dann abgeschwächt. Wir wissen ja, dass mit Venus auch immer unser Geld und unser Besitz im Zusammenhang steht. Und auch in diesem Bereich sind die genannten Kräfte jetzt spürbar. Es geht hier auch darum, wichtig, die Mitmenschlichkeit im Auge zu behalten, damit die schwierigen Phasen auch gut gehandelt werden können. Und Mars, unser Energieplanet, der wechselt dann am Donnerstag, dem 12.10. um 5:04 Uhr in den Skorpion. Und in diesem Zeichen ist er sehr gut aufgehoben. Das ist sein zweiter Zeichenherrscher. Also er ist dort sehr kraftvoll und da hat er natürlich unglaublich viel Macht. Und nun will Mars aber auch noch, er bildet dort ein Spannungsquadrat zu Pluto, das ist ja unser Transformierer, unser Reformierer und Erneuerer. Und diese Konstellation, die hatte ich in der letzten Woche schon erläutert, auch das begleitet uns in dieser Woche, nämlich eine aggressive Haltung. Da können wirklich Verhaltensmuster durchbrechen, die mit kämpferischen Auseinandersetzungen im Zusammenhang stehen. Und hier ist Mars einfach sehr stark und kompromisslos. Und diese Mars-Position, kann man mal sagen, haben oft Menschen wenn sie es in ihrem Horoskop haben, die beim militärischen Kampf einsetzen, aktiv sind. Ja, das ist also eine ziemlich kraftvolle Energie, die also sehr gut gehandelt werden muss, die man einfach im Auge halten soll. Denn Pluto wird ja auch in dieser Woche nun am 11.10. um 2:11 Uhr wieder direktläufig. Und das zeigt an, dass die Transformationsprozesse jetzt wieder vorwärts gehen. Also es geht jetzt was in Bewegung. Und da ja Pluto im Steinbock steht, geht es hier wieder um alle Institutionen, Behörden und Einrichtungen. Das nur mal als Tipp daneben. Aber wir haben hier auch noch hilfreiche Energie, die positiv zwischen Mars und Saturn in den Fischen steht. Und das kann natürlich zu zielführenden Ergebnissen mit auch einer entsprechenden Einigung verhelfen. Also da ist sehr, sehr viel Kraft da. Und dass das auch wirklich in gute Bahnen gelenkt werden kann, damit die Dinge, die da in die Wege geleitet werden wollen, tatsächlich auch eine Richtung bekommen, die hilfreich ist. Man sollte gucken in seinem eigenen Horoskop, wo die Planeten denn beim Persönlichkeitshoroskop platziert sind. Dann gibt das auch Aufschluss darüber, wo man besonders sein Augenmerk drauf richten sollte und gut, dass sie gut im Fokus haben möge. Dass man auch wieder weiß, wo bin ich jetzt gerade, was ist jetzt gerade in meinem Leben los, dass man das besser einschätzen lernt. Ja, und du weißt natürlich, du kannst mit mir in Kontakt treten
und dir ein Beratungsgespräch bei mir buchen unter www.wabel-roy.de/beratung oder einfach den Menüpunkt Beratung anklicken. Dort kannst du dann direkt ein Beratungsgespräch buchen. Und ich begleite natürlich auch in meinem Coaching 3 Monate lang Menschen in ihren Prozessen, die da 3 Monate lang dran sind. Wenn bestimmte Themen jetzt anstehen, kann man ganz genau timen, wann was dran ist, wann sollte das und wie in die Wege geleitet werden, damit das auch erfolgsträchtig ist. Das mache ich in meinem Coaching. Du hast allerdings auch die Chance, bei mir in ein kostenfreies Erstgespräch oder ein kostenfreies Kennenlerngespräch zu kommen, wo ich ganz einfach mal schaue, wo sind denn deine Themen, wo wir uns einfach austauschen können und wir uns erstmal kennenlernen. Ansonsten ist mein Astro-Call natürlich die Chance, mit mir direkt in Kontakt zu kommen und mal zu schauen, wie ich eigentlich arbeite, weil das ist mein kostenfreier Live-Call, wo du auch deine Fragen stellen kannst. Das mache ich immer jeden Dienstag und da können wir uns direkt in Kontakt begeben und du merkst einfach mal, wie ich arbeite. Ja, dann möchte ich gerne auch noch mal den Tipp geben, jetzt schon im Voraus, dass ich dabei bin, das neue Jahrbuch fertigzustellen. Da ist einiges los im nächsten Jahr. Das wird eine spannende Geschichte. Du kannst bereits vorfristig schon mit mir dir dein neues Exemplar für dich sozusagen programmgemäß organisieren, also dass das schon im Vorfeld mich informieren, wenn du ein neues Buch in diesem Jahr oder fürs nächste Jahr haben möchtest, dann ist das bei mir auf der Liste drauf. Ja, und wenn du das Video jetzt zum Beispiel auf YouTube verfolgst, freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal, also wenn es dir gefallen hat, das Video, mir einen Daumen hoch gibst und den Kanal einfach abonnierst, dann bekommst du natürlich immer alle wichtigen Infos ganz direkt und up to date aktuell geliefert. So, und jetzt beende ich wieder meine Ausführungen für die kommende Woche und möchte dir natürlich alles, alles Liebe wünschen, dass du diese Sonnenfinsternis als Impuls nimmst, es dich vorwärts bringt, dass dir neue Wege eröffnet und komm dafür ganz einfach zu mir in ein Beratungsgespräch. Sei ganz, ganz herzlich gegrüßt von mir, Bärbel Roy, deine Astrologin. Tschüss, mach's gut, bis zur kommenden Woche.